Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Wir wollen ganz gerne. Hatte das gar nicht. Ihr seht schon, 41 Stück hatte ich jetzt schon gemacht. Aber ich hatte auch. Sind das die jetzt? Sind das die? Ja, sind die. Okay, ich war gerade verwirrt. Kann man die auch hier hinstellen? Ja. Gut, wie ging das denn nochmal, dass man. Okay, wir brauchen also noch ein bisschen Holz. Aber wo kann man ein bisschen rauszoomen hier? Irgendwo hier muss das sein, da unten. Wir brauchen Holz. Bevor wir irgendetwas anderes machen. Gut, das Mikro mal ein bisschen näher ran. Holzi, Holzi, Holzi. Sonst können wir mich nicht weiterbauen. Dann können wir mich nicht die elektronischen Teile bauen. Zumindest nicht so, wie ich das gerne haben möchte. Die 16 machen wir mal. Konnte man das denn nochmal da unten rausnehmen? Ah, irgendwie ging das. Aber ich weiß nicht mehr wie. Juppie. Wir müssen ein bisschen schräg rüber, ne? Wie wir das denn hinkriegen? Da müssen wir hin. So, dann haben wir die Milch voll. Und dann können wir uns zwei. Wow. Das ist wirklich viel. Hier ist es. Na gut, dann müssen wir uns erstmal ein kurz ein bisschen Eisen holen, damit wir das nämlich schon mal anschmeißen können. Ein bisschen Eisen muss sein. Das habe ich das letzte Mal mich schon vorgeschmissen, als ich mich vollgeschmissen. Nicht vorgeschmissen. Als ich nämlich geguckt habe, ob die mich noch voll sind. Wir müssen erstmal kontinuierlich geradeaus und dann bauen wir uns ein bisschen Weg rundherum. Ich weiß nicht mehr, wie das ging, dass man die Teile da unten rausnehmen konnte. Oh wow, das, ja gut. Ein Stückchen haben wir schon mal. Ein Stückchen. Wir können den ja hier schon mal voll schmeißen. Könnten denn ja sagen, hier, da könnten wir mich schon mal eine Forschung anschmeißen, und zwar die hier. Wenn die da oben mal nicht auch mit produziert. Strom dafür, aber die laufen jetzt dann noch nicht, weil wir mich noch nichts angeschossen haben. Dann müssen wir erst noch ein bisschen Eisen haben. Ein bisschen Eisen muss sein. Ah gut, 10 Stück wird noch nicht reichen. Nie im Leben wird es reichen. Aber wir könnten hier auf jeden Fall durchgehen, glaube ich. Oder kommt das ungefähr hin? Ah, fast. Na ja, okay. Wir haben es probiert. Herr Jesus. Ah. Aber eins nach dem anderen. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie. Es läuft ja erstmal alles. Das, was wir erstmal brauchen, ist erstmal da. Nachher brauchen wir sowieso mehr Kupfer. Und was wir denn herstellen können, können wir denn schon mal herstellen. Was nicht, das geht eben halt noch nicht. Ganz einfache Geschichte. Wir können noch gar nichts anderes weiteres bauen, oder?
Ne, nicht wirklich. Schon fertig? Super. Licht. Mauern werden auch schon nur mal nicht schlecht, aber wir machen erstmal das hier. Gut, 8 Stück. 8 Stück sind 8 Stück. Oh, die haben wir auch schon. Nice. Okay. Aber noch brauchen wir die erstmal nicht. Erstmal. Aber wir könnten probieren. Ach, jetzt habe ich den wieder. Könnten probieren. Wie viel braucht der denn? 9. So, der braucht da auch einen Ofen für, okay. Natürlich geht das nicht so. Warte, wir könnten den aber hier hinstellen und dann den daran machen und dann sagen du, pass auf, wir brauchen den. Ach, da brauchen wir Strom für. Da war ja was. Kurz hier so querfeldein. Wo sind sie denn? Na toll. Einer fehlt. Ernsthaft? Warte mal, was ist, wenn ich den gleich von Anfang an so ein bisschen schräg hinsetze? Dass man jetzt sagt, okay. Vielleicht ein bisschen weiter rüber. Da fehlt einer dazwischen. Einer. Ein einziger. Haben wir hier noch irgendwo Holz? Irgendwo Holz. Holzi, Holz, Holz. Das ist aber auch eine echt scheiß Karte dafür für den Anfang. Das hat man immer gleich irgendwo im Wald dann. Nebenbei, aber da ist noch ein bisschen Holz. Das können wir den Mama eben nehmen. Eben nehmen. So. Okay, ein bisschen Holz muss sein. Brauchen wir erstmal nur ein. Gut, sind zwei. Kommen immer zwei raus, aber. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Und die müssen ja auch noch gemacht werden. Dann müssen auch noch Kohle rein. Aber dafür brauchen wir erstmal Fließbänder. Das wird nachher wird das auch noch alles wesentlich einfacher. So. Jetzt. Ach, ich brauche noch Kohle. Da war ja was. Heute habe ich mich auch tierisch. Weil so. Ah ja. 141 Kohle. Jeweils pro Teil. Sehr schön. Heute habe ich mich auch tierisch darüber aufgeregt. Also eine Amerikanerin. Oder zumindest nehme ich mal an, dass es Amerikaner ist. Es hört sich so an wie eine Amerikanerin. Ja, wir leben ja. Frei von Plastik und ich habe überall Glasbehälter und hast du nicht gesehen und das ist alles ja so schön, wir sind ja so gut und hast du nicht gesehen und in der vorigen Video sieht man, wie sie die ganzen Plastiksachen, wo alles drin ist, sprich so Waschtabs, Geschirrspültabs und keine Ahnung. Beispiele und was das nicht alles war. Ich kann das eigentlich nicht alles genau definieren, was das denn alles nun war. Ach, reicht auch mal nicht. Mann, hat sie denn alles in Glasbuddeln und sowas umgeschüttet? Super. Ja, ist voll und ganz plastikfrei. Vielleicht ist dein Haushalt denn plastikfrei, ja. Aber das bringt der Umwelt ja auch nichts.
Okay. Ah, 12 Stück. Nein, das wird nicht passen. Das wird nicht passen. Das wird nicht passen. Nächste ist fertig. Den Grün können wir schon mal machen. Ich glaube, so viele dürfen da eigentlich auch nicht mehr drin sein. Ne, das passt nicht mehr ansatzweise. Aber wir könnten schon mal den hier nehmen, weil dann können wir schon mal ein bisschen Kohle produziert werden. Ja, das reicht gerade mal zum Rübergehen. Naja, gut. Ja, ich meine, wenn die das dann nur schon machen und dieses ganze Plastikfreie und hast du nicht gesehen, ist ja auch gut, alles gut und schön, ne? Ich will jetzt nicht dagegen vorgehen oder irgendwas dagegen sagen, das ist alles gut so, wie die Leute das probieren. Aber da muss doch auch, erstens mal muss da doch die Regierung sagen, du, es darf nur noch das und das produziert werden im Plastik. Und sehe ich das doch mal zu, dass ihr das dann auch mal hinkriegt. Dass zum Beispiel alles nur noch die ganzen Obstsachen und sowas, Gemüsesachen, zum Beispiel ja nur in Kartons versendet werden oder sowas. Keine Ahnung. Oder irgendwas anderes, damit sie sich was anderes einfallen lassen. Wenn sie tatsächlich ja nur gewisse Sachen wiederverwenden können. Weil es hieß ja immer, die können nur. Ich weiß gerade nicht, wie die alle heißen. Ich habe mich da auch nicht wirklich drüber schlau gemacht. Die können nur so und so viele Kunststoffarten wiederverwenden, wiederverbrauchen. Das werden dann immer viel zu viele auf einen Haufen. Und dass man dann nicht sagt, du hast Kautschuk jetzt zum Beispiel nur für Immobilien etc. pp. Benutzen. Und du darfst eben halt dieses Plastik für Plastiktüten oder was weiß ich nicht mehr alles, darfst du denn eben halt nur noch für Supermarkt und Lebensmittel verwenden oder sowas. Sowas zum Beispiel. Wenn das schon geben würde, dass man da sagen könnte, okay, wir haben jetzt nur noch 5 Plastiksorten, die können wir auch alle zusammenschmelzen oder auseinander oder wie oder was. Das kriegen wir so hin. Jetzt können wir das weiterverwerten. Jetzt können wir das alles in einen Plastikbeutel reinmachen. Oder man kann ja auch sogar auf. Keine Ahnung. Müssen ja nur nicht gelbe Säcke sein. Das kann ja dann auch blauer Sack sein oder sowas. Oder. Keine Ahnung. Pink. Lila. Egal. Oder kann draufstehen. Du, das ist für Autoteile. Obwohl so im normalen privaten Verbrauch vielleicht nicht so gerade Autoteile, aber man könnte ja sagen, okay, die kriegen dann eine extra Tonne, das wird dann extra abgeholt oder sowas alles. Das kann man doch alles machen, oder nicht? Ich meine, es bringt ja auch nichts, das Zeug zu verbrennen, das schadet doch auch, glaube ich, nur der Umwelt, wenn man Plastik verbrennt. Erstens mal riecht das fürchterlich, wenn Plastik dann wirklich brennt. Und naja, gut, da wird dann noch raus Energie erzeugt, ne? Auch nicht gerade das Schlechteste, nehme ich mal stark an. Ich weiß nicht, was da jetzt nun, ob die Filteranlagen da wirklich alles rausfiltern oder ob da noch was übrig bleibt oder denn noch Feinstaub übrig bleibt oder sowas. Oder hast du nicht gesehen? Keine Ahnung, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber sowas zum Beispiel könnte man ja mal machen. Oder man könnte auch sagen, du, wir verbieten Plastik. Du, ihr könnt euch jetzt darauf einstellen, in 5 Jahren gibt es kein Plastik mehr. Oder nur noch eben halt besondere Sorten Plastik. Macht euch da jetzt einen Kopf drum, wie ihr die Sachen verpacken wollt, wie ihr das machen wollt, etc. pp. Das finde ich zum Beispiel auch so lustig, wie Atommüll, Batterienmüll, etc. pp. Da hat sich irgendjemand hat sich darüber Gedanken gemacht, ja, okay. Wir können das jetzt herstellen. Wir können jetzt Batterien sowas herstellen. Batterienautos, Elektroautos. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, wo mit dem Müll. Wir müllen alles einfach zu. Das ist ja nicht nur hier so, sondern der Weltraum ist auch schon dicht gemüllt. Da fliegen, was weiß ich, von Millionen von Teilen umher. Und
Es ist einfach Farbpartikel, die dann mit der Geschwindigkeit um die Erde herumfliegen und die dann die ganze Zeit bewacht werden müssen, damit sie eben halt nicht die ISS treffen. Oder eben halt jetzt das neue Teleskop, was da oben dran ist. Weltraumteleskop. Wo ich mir dann so denke, muss das wirklich sein? Okay, dass da vielleicht ein bisschen Müll zurückbleibt. Okay, ja, dass so Farbpartikel oder sonst irgendwas, was dann eben halt da zurückbleiben könnte. Okay, aber muss es wirklich so sein? Das Mal, was liegen bleibt, okay. Dagegen wird ja wahrscheinlich niemand irgendetwas zu sagen. Aber dass es so schlimm ist, dass man nicht weiß, wohin mit dem Müll, das kann alles doch nicht gesund sein. Finde ich persönlich, ne? Aber nicht irgendwie falsch verstehen oder sowas. Keine Ahnung, wie man das auch falsch verstehen könnte jetzt, aber irgendjemand findet ja immer irgendwas, was man bemängeln könnte. Das ist auch so, in der Gesellschaft ist es so geworden, dass das wirklich so permanenter Hass ist. Ist der alle? Oh Gott, das alle. Dann machen wir das so. Den da rein. Haben wir noch irgendwo? Warte. Können wir jetzt einen machen? Okay. Wie weit reicht der? Natürlich reicht der nicht bis dahin. Aber das geht. Das geht noch. Fein. Ah, nur zwei. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Müssen wir noch mal kurz gucken. Das ist eine richtige Hassgesellschaft, wo man gönnt den anderen nichts. Aber ich meine, das ist auch von der Politik so hervorgerufen, dass man dann sagt, ja, okay, Flüchtlinge kommen hierher, die kriegen alles. Alles wirklich in den Hintern reingesteckt. Und da sagt man aber, ja, du als Deutscher, was weiß ich, was jetzt der Grund dafür ist, dass die Leute eben halt nicht arbeiten gehen, du kriegst dann eben halt fast nichts. Da sagt man doch denn, Leute, irgendwas läuft da doch nicht ganz richtig, oder? Ich meine, ich gönne den Leuten das. So ist das nicht. Aber das ist denn so, das ist doch selbst hervorgerufenes Leid denn. Oder nicht? Also finde ich zumindest. Dass man dann sagt, ja, die kriegen doch wesentlich mehr als wir. Was soll das denn? Dass man dann nicht sagt, okay, das ist alles gleichberechtigt irgendwie. Alle kriegen dasselbe. Ja gut, die kriegen jetzt vielleicht ein bisschen mehr, weil, was weiß ich, haben jetzt 14 Kinder oder sowas, keine Ahnung. Okay, oder vielleicht eine Behinderung oder keine Ahnung, was es da eben halt so gibt. Wodurch man mehr Geld kriegen könnte, müsste, etc. pp. Es ist alles irgendwie, was dann so also sagt, okay, die müssen natürlich, müssen die einen Deutschkursus haben, weil sonst wird das schwierig. Viele davon konnten wohl kein Englisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann ist Kommunikation, ja, könnte sonst schwierig werden in diesem Fall. Ist aber ja auch verständlich. Die kommen hierher und dann, ja, dann kann man sich natürlich nicht so gut verständigen. Die wollen natürlich auch reden und die wollen es natürlich ja auch alles verarbeiten, was da alles passiert ist. Und das müssen die ja auch. Aber dann gucke ich mir das so an und denke mir so, ja, aber die kriegen dann alles in den Arsch gesteckt und gucken dann irgendwo in die Röhre und dann wundern sie sich aber, wenn irgendjemand dann sagt, du, warum kriegt die das? Warum macht da keiner was gegen? Warum kriegen die so viel und wie denn so wenig? Und da ist Hass doch vorprogrammiert denn.
und Deutschland ist kinderfeindlich. Nur mal so ganz nebenbei. Da wird dir nicht gesagt, oh, du bist aber eine Mutti, du musst aber, wenn du nicht arbeiten gehen kannst, wirst du rausgeschmissen. Ganz einfach. Da wird nicht lange gefragt und nicht lange gebettelt oder was weiß ich nicht mehr alles, sondern das Kind ist krank, 10 Tage oder 14 Tage, wenn der Mann auch, ich glaube, es sind 14 Tage. Das Kind ist nicht 14 Tage ein Jahr krank, das Kind ist länger krank. Die 14 Tage, wenn das Kind einmal Magen-Darm hat, dann sind die 14 Tage weg. Und Kinder sind öfters krank. Wesentlich öfters. In Corona-Zeiten, da war das dann auch so, dass am laufenden Band war irgendwas, ständig war irgendwas los und alle Kinder waren immer krank und hast du nicht gesehen und ja, du 0, nix, bist du da die Arbeitsstelle los. Wenn du doch keinen vernünftigen Arbeitgeber hast. Da wird dir schneller gesagt, du bist weg, als wie du Ave Maria Sempre sagen kannst. Warte mal, haben wir jetzt eigentlich diesen Büscher, ja. Dann könnten wir den Weg irgendwo oben dran machen. Dann könnten wir mir sagen, hier. Zack. Ah, die brauchen wir auch noch. Da. Zack. So. Aber eigentlich könnt ihr beiden mich auch schon mal weg. Du bist alle. Du hast doch drei. Und warum machst du die denn nicht, wenn du dann. Also, das waren die drei. Ah, okay. Verstehe. Gut, dann laufen die erstmal, laufen schon mal durch. Dann können wir mich uns um den nächsten Mist kümmern. Im Moment sind ja noch gar keine Gegner zu sehen. Ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Aber das klären wir dann in der nächsten Folge. Ja, gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.